4019 zu 51 Fazit. Die EWE Baskets Oldenburg stehen als erstes Team im Halbfinale der diesjährigen BBL Playoffs. Die Donnervögel besiegen die Telekom Baskets Bonn in Spiel 3 mit 97 zu 84 und landen damit den zweiten Sweep der Vereinsgeschichte. Wie in den ersten beiden Duellen war es auch heute über fast 30 Minuten eine enge Angelegenheit. Aber eben nicht über 40. Ein 19:0 Lauf der Gastgeber Ende des dritten und Anfang des vierten Viertels besiegelte den Triumph des Niedersachsen. Josh Mayo war heute mal ganz ordentlich aufgelegt, erzielte allerdings 17 seiner 19 Punkte vor der Pause und tauchte dann komplett ab. Topscorer der Partie war sein Kollege Charles Jackson mit Bestleistung von 28 Punkten. Bei Oldenburg überragten Will Cummings 27 Punkte und Nathan Booth 25, ebenfalls Bestleistung. Die Telekom Baskets gehen nun in den Urlaub, die EWE Baskets dürfen eine Woche regenerieren, dann geht's ins Halbfinale. Vermutlich gegen Alba Berlin, sofern Ratio Farm Ulm das 0:2 gegen die Hauptstädter nicht noch dreht. Tschüss aus Oldenburg und bis zum nächsten Mal. 4019 zu 47 Spielende. 4019 zu 46. Charles Jackson hat noch Bock auf Bonner Seite und stellt mit 28 Punkten noch schnell eine Karrierebestleistung in der BBL auf. 3919 zu 45. Rasit Mahal Basic arbeitet plötzlich doch wieder an einem Double-Double und das ohne zu punkten. Der Österreicher steht bei 9 Rebounds und 10 Assists. Im Laden Drian Schick nimmt derweil den mit 27 Punkten erneut überragende Will Cummings schon mal vom Feld. 3719 zu 38. Die Partie ist längst entschieden. Beide Teams lassen es nun etwas lockerer angehen. Punkte gibt es nach wie vor aber fast ausschließlich für die Hausherren. Das Publikum hat längst angefangen, seine Heldengebühren zu feiern. 3519 zu 35. Rasit Mahal Basic mag heute nicht der große Scorer sein, sorgt aber trotzdem für ein Highlight. Im Transition Game bringt der Österreicher einen behinderten Backpass auf Franz Massenat an und er legt die Kugel lässig in den Ring. 3419 zu 31. Langsam wird es bitter für die Telekom Baskets. Auch nach 3 Minuten ist Bonn noch ohne Punkte. Die Kugel will einfach nicht mehr hinein, während auf der anderen Seite genau alles reinfällt. 3319, 2817 zu 0. Es spielt nur Oldenburg, es trifft nur Oldenburg und es wird auch nur Oldenburg dieses Spiel gewinnen. Die EWE Baskets sind nicht mehr aufzuhalten, auch wenn Osa das mit einer weiteren Auszeit nochmal versucht. 3219 zu 26, es sieht nicht so aus. Oldenburg baut den Randviertel übergreifend auf 12:0 aus und liegt jetzt mit 11 Zählern in Front. Nach nicht mal einer Minute will Chris Osa schon wieder reden und bittet sein Team zur Auszeit. 3119 zu 25 Beginn viertes Viertel. 3019 zu 25 Viertelfazit. Mit einem starken 8:0 Lauf in den letzten 2 Minuten des dritten Viertels bringen die EWE Baskets sich in Position und stehen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Mit einem 71 zu 64 für die Donnervögel geht es in den finalen Abschnitt. Vor allem Nathan Booth und Will Cummings haben die Hausherren in der heißen Phase getragen, während bei Bonn nur Charles Jackson dagegen hält. Sehen wir gleich die letzten 10 Minuten der Bonner Saison oder haben die Rheinländer nochmal eine Antwort? 3019 zu 22 Ende drittes Viertel. 2919 zu 21. Die Führung wechselt jetzt fast bei jedem Angriff. Während Bonns Topscorer Josh Mayo nach der Pause komplett abgetaucht ist, macht Nathan Booth einfach weiter und stellt mit Punkt Nummer 20 seine Karrierebestleistung ein. 2819 zu 16, das ist jetzt hier Playoff-Basketball pur. Es wird um jeden Ball und jeden Zentimeter Parkett mit Haken und Ösen gekämpft.
Die Stimmung kocht hoch in der EWE Arena und die beiden Teams liefern sich einen packenden Fight. 2719:13. Nicht nur Bones Charles Jackson hat hier Foul-Probleme. Auch Oldenburgs Carsten Tadar und Rick I. Paulding stehen schon bei drei persönlichen. Philipp Schwethelm wandert nach dem vierten sogar schon auf die Bank. 2619:11. Die Partie ist im zweiten Durchgang ein wenig zerfahrener und es gibt auf beiden Seiten einige Ballverluste. Stefan Birchewitsch wird beim Dreier gefoult, versenkt alle drei Freiwürfe und Bonn ist erstmals vorne. 2419:06. Charles Jackson behauptet sich gegen Rasid Mahalbasic sowohl defensiv als auch offensiv heute stark und ist ein wichtiger Faktor für die Gäste. Es wird nicht unwichtig sein, wie lange der Bonner Center heute mitmachen darf. Jackson steht nämlich bereits bei drei persönlichen Fouls. 2319:04. Bonn arbeitet in der Defense weiter gut und zwingt die Hausherren immer wieder zu halbgaren Würfen, verteidigt dann aber das eigene Brett nicht gut. Wojden Stojanowski trifft aus der Halbdistanz nicht mal den Ring, aber Rick I. Paulding schnappt sich den Offensiv-Rebound und verbucht seine Punkte 9 und 10. 2119:01. Weiter geht's. In den ersten beiden Partien hatte übrigens jeweils Bonn zur Pause geführt und am Ende Oldenburg gewonnen. Geht's es heute in die andere Richtung? Wenn es nach Charles Jackson geht, dann ja. Der Center der Gäste eröffnet den zweiten Durchgang mit einem Dank. 2119:00. Beginn drittes Viertel. 2018:48. Halbzeitfazit. Auch Spiel 3 zwischen den EWE Baskets Oldenburg und den Telekom Baskets Bonn ist eine ganz enge Kiste. Zur Pause führen die Donnervögel mit 49:46 und haben den Sweep damit weiter im Visier. Während Mr. Triple Double Rasid Mahalbasic heute ziemlich abgemeldet ist, ist MVP Will Cummings wieder in Topform und steht ebenso wie Nathan Booth schon bei 14 Punkten. Topscorer ist aber ein Bonner. Josh Mayo hat sein feines Händchen wiederentdeckt und den Gastgebern bereits 17 Punkte eingeschenkt. Bonn ist mit der Taktik, vor allem Mahalbasic zu bearbeiten, bisher recht erfolgreich. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Rheinländer ihre gute Leistung heute auch mal über 40 Minuten aufrechthalten können. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte. 2018:44 Ende zweites Viertel. 2018:42 mit nur zwei Zählern Vorsprung für die Gastgeber geht es in die letzte Minute. Bonn bietet Oldenburg auch heute die Stirn und verlangt den Donnervögeln alles ab. 1918:40 im Laden. Drian Schick hätte das hier gerne deutlich weniger spannend und gibt seiner Mannschaft bei der nächsten Auszeit vor allem für die Defensive neue Anweisungen. Vorne übernimmt einmal mehr Nathan Booth, dem heute sogar Hakenwürfe aus der Halbdistanz gelingen. 1818:39 wieder Mayo. Der US-Amerikaner braucht heute wie in seinen besten Zeiten nur einen halbwegs brauchbaren Block und dann zappelt der Dreier im Netz. Nach dem vierten Treffer von draußen ist Bonn auf drei Punkte dran. 1718:35. Rasid Mahalbasic hält sich in dieser Partie zumindest punktemäßig noch zurück. Da hat der Center der Hausherren nämlich noch eine Null stehen. Dafür hat der Österreicher aber schon wieder drei Rebounds und drei Assists zur 39:30 Führung seines Teams beigetragen. Auszeit Bonn 1518:30. Die Partie läuft derzeit fast ohne Unterbrechungen und mit hohem Tempo. Auch die Bonner kommen durch Jarele Reischl mal zu einfachen Punkten und bleiben in Schlagdistanz. 1418:29. Boom, Bonn landet fast einen Steal, steht dann aber hinten völlig offen. Rick I. Paulding bringt die Kugel an den Ring und Nathan Booth stopft das Spielgerät mit Karacho in den Ring. Oldenburg zieht wieder an. 1218:26. Während Carsten Tadar sein drittes persönliches Foul kassiert, läuft die Oldenburger Offense auch ohne den meist zugestellten Will Cummings auf Hochtouren.
Nathan Booth übernimmt und bleibt bei 100% aus dem Feld. 8 Punkte für Booth, 1118:25 Beginn zweites Viertel, 1118:25 Viertelfazit. Das erste Viertel endet mit einem spektakulären Treffer durch Franz Massenet von der Mittellinie, doch die Uhr war bereits abgelaufen und so bleibt es beim 24:21 für Oldenburg. Die Ewe Baskets erwischten den besseren Start und lagen nach einem 12:0 Lauf bereits mit 8 Zählern vorne, bevor die Telekom Baskets sich wieder herankämpften. Vor allem eines dürfte den Rheinländern Mut machen. Josh Mayo ist heute mal wieder blendend aufgelegt und steht noch bei 11 Punkten, 1118:22 Ende erstes Viertel, 1118:20 Es bleibt ein Spiel der Läufe. Jetzt ist wieder Oldenburg dran und erzielt 6 Punkte in Serie. Insgesamt machen die Niedersachsen, abgesehen von Bonns Topscorer Josh Mayo, den etwas frischeren Eindruck, 818:16 starke Reaktion der Gäste, Bonn zaubert selbst mal eben einen 7:0 Lauf aufs Parkett und ist wieder auf einen Punkt dran. Nach dem dritten erfolgreichen Dreier von Josh Mayo hat im Laden Drian Schick Gesprächsbedarf und zieht die erste Oldenburger Auszeit, 718:12 aber jetzt kommt Oldenburg. Die Donnervögel verzeichnen einige Ballgewinne und schalten dann gewohnt schnell um. Immer wieder ist Will Cummings gar nicht oder nur per Foul zu stoppen und nach einem Dreier von Nathan Booth sind die Hausherren auf einem 11:0 Lauf. Aus Zeit Bonn, 518:09 hat der sich etwa alles für diese dritte Partie aufgespart? Josh Mayo startet auf Bonner Seite fulminant und trifft trotz Gegenspieler im Gesicht jeden Wurf. Schon 8 Zähler für den Guard der Rheinländer, 418:07 Die Bonner versuchen es heute wieder mit Jormen Polas-Bartolo als direktem Gegenspieler von Will Cummings. Das klappt auch bisher, dafür läuft aber Philipp Schwetthelm heiß und legt den nächsten Downtown-Treffer nach 318:06 in der Offense hakt es nach wie vor auf beiden Seiten gewaltig. Aber einer, der zuletzt nicht in Topform war, trifft dann endlich seinen ersten Dreier. Josh Mayo werden die Telekom Baskets heute brauchen, wenn sie hier was reißen wollen. 218:03 Nach ein paar wilden Versuchen auf beiden Seiten treffen die Hausherren zuerst. Will Cummings gibt die Kugel raus in die Ecke und Philipp Schwetthelm versenkt den Dreier eiskalt im Ring. 118:02 Ab geht's. Oldenburg spielt wie gewohnt in Gelb, Bonn in Magenta. Beide Teams setzten auf die gewohnte Starting Five und Charles Jackson organisiert den ersten Ballbesitz für die Gäste. 118:02 Spielbeginn 17:56 Die Spannung steigt in der Ewe Arena. Machen die Donnervögel den zweiten Sweep der Vereinsgeschichte klar oder kommen die Telekom Baskets nochmal zurück und schenken ihren Fans ein weiteres Heimspiel? In wenigen Augenblicken geht's los mit Spiel 3 zwischen Oldenburg und Bonn, 17:52 für die Telekom Baskets Bonn heißt es vor diesem dritten Spiel der Serie also bereits Win or Go Home. Nach der Heimpleite in Spiel 2 musste Chris Osha feststellen, dass sein Team einmal mehr nicht über die gesamte Spieldauer mithalten konnte. Gegen so eine Mannschaft braucht es mehr als drei gute Viertel, sagte der Bonner Coach, dessen Mannschaft im dritten Viertel einen 14:0 Lauf der Ewe Baskets kassierte und so das Spiel aus der Hand gab. Die logische Schlussfolgerung für heute, wir sind immer dran, müssen unseren Gameplan aber mit mehr Konsequenz durchziehen. 17:46 Dank des 97:87 Auswärtssieges haben die Ewe Baskets heute die Chance auf den zweiten Sweep der Vereinshistorie. Im Laden Drian Schick mahnte seine Jungs trotz der sehr guten Ausgangslage zu voller Konzentration. Die ersten Spiele waren eng und auch in der dritten Partie wird es nicht anders sein. Keiner darf vor Samstag den Fehler machen, zu denken, dass die Serie schon entschieden ist, sagte der Coach der Donnervögel vor dem zweiten Heimspiel seiner Mannschaft und stellte klar, wir müssen über 40 Minuten mit vollem Fokus spielen.
17.35 Uhr. Zwei umkämpfte Partien liegen hinter Oldenburg und Bonn und unter dem Strich steht eine 2:0-Führung für den zweiten der Hauptrunde. Die Ewe Baskets hatten mit dem Tabellensiebten aus dem Rheinland bisher ihre liebe Mühe und Not, konnten sich aber letztlich immer auf ihre Stars verlassen. Liga-MVP Will Cummings erzielte im ersten Spiel satte 34 Punkte, im zweiten auch nochmal starke 21 Zähler. Beim Auswärtsspiel in Bonn war zudem Center Rasit Mahalbasic mal wieder glänzend aufgelegt und verbuchte das erste Triple-Double in der Geschichte der BBL-Playoffs seit 15 Jahren und das zweite überhaupt. Für den Österreicher war es bereits das vierte in dieser Saison. 17.32 Uhr, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Portion Playoffs in der BBL. Spiel 3 steht an diesem Wochenende in sämtlichen vier Viertelfinals auf dem Programm und den Auftakt machen gleich die Ewe Baskets Oldenburg und die Telekom Baskets Bonn. Um 18 Uhr geht's los in der Ewe Arena, let's block it's. Why?